Der Holy Körbester. Fortsetzen. Aktuell geht es nur in den grünen Bereichen. Das ist genau da, wo ich es haben will. So. Hat Sandras gerade in der Stadt. Meinst du, wir sollten ihr einen Besuch abstatten? Mal schauen, oben steht denn hier. Ah, okay, hier kann ich noch die Straßenbühne machen. Oben links. Tatsan, was gibt's? Oh, ein Dimensionsriss. Ist das etwa noch so ein rätselhafter Wirbel? Hm, du kannst Leopold darin spüren. Oh nein, eine geheime siebte Welt! Die Frage ist, gibt es dort immer noch Waddle Dees zu befreien? Mach dich auf potenzielles Schreien gefasst, oh Gott. Ach du grüne Neune! Dieses Gefühl, genauso hat es sich angefühlt, als ich von meiner anderen Hälfte Ultimo Elphilis absorbiert wurde. Mephiles. Gut möglich, dass Leopold nach dem großen Kampf in diesen seltsamen Ort gefangen wurde. Komm Kirby, gehen wir der Sache auf den Grund. Oh, es wird schwer. Okay. Ja, isolierte Inseln. Vergehsträume. Vergehsebene. Ja, also ich versuche mich schon zusammenzureißen, sagen wir es mal so. Und wir sammeln hier Kugeln? Wollte mich sagen, wir sammeln jetzt keine Waddle Dees mehr. Das würde keinen Sinn ergeben. Yo, es ist einfach Dark Twisted World. Seelenfragmente von Leo sind das. Oh, danke für den Spoiler. Aber wahrscheinlich würde ich es eh gleich erfahren. Muss nicht alle Kugeln, es reicht, wenn du die nötig mit dem ist das. Okay, du hast ein Fragment von Leos Seele gefunden. Moment mal, das ist doch ein Teil von Leopolds Seele. Jetzt wird mir so einiges klar. Falls es dir gelingt, noch mehr dieser Fragmente zu finden, kannst du ihn vielleicht retten. Sammle weitere Fragmente von Leos Seele, während du in isolierten Inseln im Reich der Vergessträume erkundest. Kirby for Go. Ja, interessant. Ja, so kann man natürlich auch mehr Content rausholen. Das ist ja gar nicht so abwegig. Ach, guck mal, was da unten Schönes ist. Noch. Ah, Seele. Aber ich finde auch, das geht viel schneller, als die Kunden wollen, dies zu sammeln. Nee, mich erinnert das gerade an Kirby in Nightmare Land, beziehungsweise Kirby die Rache des Königs, Meta Nightmare und so ein Kram, wo du einfach Remix oder härtere Versionen der normalen Level spielst. Nagel. Noch eine Seele. Wie viele brauche ich mindestens? Muss ich in jedem Level Seelen sammeln oder insgesamt halt nur eine gewisse Anzahl? Ich habe halt mich Sorge, dass das so ein bisschen ist wie bei den Herzen in der anderen Dimension von Kirby Star Allies. Dass ich irgendwas bekomme, wenn ich alle sammle. Und dann ärgere ich mich, wenn ich nicht alle gefunden habe. Dass ich irgendwas Geiles bekomme, wenn ich alles sammle. Verlass den Abschnitt nicht, wenn der Erfinchen würde dich darauf hinweisen. Okay, das ist sehr gut. Meta Nightmare ist ein Modus aus Kirby Nightmare in Dreamland. Entschuldigung, Schatten bedrohen Traumland. Und ich weiß gar nicht, wie der Modus auf Deutsch ist. Auf jeden Fall, du kannst Meta Knight spielen in der Kampagne von Kirby. Und das Problem an Meta Knight ist, er hat halb so viel Leben wie Kirby. Und man kann zumindest in Schattenbedrohend Raumland kann man nicht speichern. In Kirby Superstar Ultra, also Nightmare Meta Knight Ultra, kann man speichern. Und in Kirby Planet Robobot kann man auch speichern. Allerdings nur an gewissen Punkten und generell ist es auch eher so eine Time-Attack-Geschichte. Auf Deutsch heißt der Modus Albtraum-Meta. Ah ja, stimmt. Albtraum-Meta-Night, passt recht. Weil in Ultra heißt der ja auch Albtraum-Meta-Night Ultra. So, ist doch Schönes drin? Nö. Bastenart!
Oh mein Gott, das hat sogar gebracht. Bis dann, Foxy. Bin gleich wieder da, probiere. Ah, sehr gut. Danke, dass du Foxy übrigens geholfen hast, Barmut. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man eine Farm baut. Wir könnten ja mal irgendwann eine bauen in Minecraft zusammen. Dann kann ich das auch mal lernen. Peng, peng. Amogus. Amogus. Da war der Imposter. Amogus. Achso, das ist ein Tutorial. Aber wir können trotzdem mal versuchen mit dem Tutorial. Amogus. Amogus. Karottchen. Kristall oder Eis? Nehmen natürlich die Kristallis. Wird es schwer eigentlich vom Level-Design oder von den Bosskämpfen? Oh, ich habe auch das Gefühl, wir werden ganz viele Rematches haben. Es wird ein riesiges Problem, ich sehe es kommen. Level-Design. Okay, wenn es nur das Level-Design ist, ist alles okay. Au, 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 au. Wisst ihr, woran mich das hier gerade erinnert? Die eigentliche Story beginnt erst nach den Credits. Ich kenne nur ein anderes Spiel, das das so handhabt. Und zwar Pokémon Colosseum. Da ist die Story bei den Credits eigentlich auch noch nicht vorbei. Und du musst noch super viel Zeug erledigen. Du hast 250 Fragmente, okay. Lass mich raten, es gibt 6 Level. Oh. Macht das Sinn, den Hammer zu nehmen? Das ist Donkey Kongs hässlicher Bruder, in der Tat. So, haben wir alle gefunden, ey Viechchen. Da ey Viechchen nicht plärt, ist alles okay. Ah, okay, das ist der Bereich. Das ist tatsächlich so ein Compilation-Level. Wie bei... Ja, wie bei diesen... Ich würde halt sagen, so Remixed Stages. Es hat auch ein bisschen was von Super Mario 3D Land. Stimmt, Mario 3D Land hat dieses Ding auch mit dem... Das Game beginnt eigentlich erst, wenn du es durch hast. Wenn der Fähnchen nicht plärt, ist das nicht okay. Ja, dann echt. Es sollte plärren, wenn du alle hast. Nee. Ja, so habe ich das nicht verstanden. Ich habe das so verstanden, dass sie mir Bescheid sagt, wenn mir welche fehlen. Aber gut, da wir nicht alle brauchen, versuchen wir einfach ein bisschen besser aufzupassen. Kannst gerne mithelfen. Wenn du noch Sachen weißt. In dem Fall ist sowas erlaubt. Pong, 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 pong. Schon 13 Stück. Ist okay, die relevanten zu finden. Pong, 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 pong. Sag mal so, wenn Kerbo keine Probleme hatte, das freizuschalten, denke ich mal, ist alles okay. Pong, 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 pong. Aha, hier ist einer drin. Nee, doch nicht. So eine rote Münze. Aber der hier, der ist gut versteckt. Zack, Seelenfragment. Am besten nicht zu schnell durch die Gegend laufen, sondern erkunden. Ja, dann werden wir aber nicht die ganze Welt am Stück machen. Wie Kerbo sagte, wahrscheinlich zwei, so. Wenn es 6 Level sind, würde ich sagen, wir machen die halbe Welt. Ist höchstens für 100% Runs relevant. Aha! Schlimmfi. Kann ich eigentlich da drauf stehen? Kann er drauf stehen? Das heißt, ich kann mir damit eine Plattform bauen. Sieht aus, als hättest du alle gefunden. Cool, da war die Message. Das heißt, uns fehlt tatsächlich was. Okay. Mann, das ist ewig her, dass wir in diesem Level waren. Aber wenn ich ehrlich bin, mir ist so, als wäre das hier schon in Welt 2 gewesen.
Oder ich verwechsel das mit der Demo des Spiels. Dadurch, dass wir damals so das erste Level in der Demo gespielt haben. Hä, was für Trick? Ach so, das Gift! Das habe ich nicht erkannt, weil hier alles lila ist. Naja. Ja, so dieses Konzept von Level Remix ist schon cool. Okay. So. Das ist die nächste Seele. Ich wette, mir fehlt auch nur eine Seele. Achso, Lautstärke technisch ist aber schon alles okay. Ja, sieht gut aus. Passt. Passt. Alles tutti. Der fällt mir auf den Kopf. Hier ist irgendwas. Berührt. Oh Gott. Oh Gott. Die nächste Seele wartet auf uns. Wurde noch nicht getroffen. Und das Schöne ist, es gibt doch keine Challenges. Also eigentlich ist es schön, weil es gibt nichts mehr, worauf ich achten muss. Aber es ist auch dumm. Weil, ja, technisch gesehen muss ich schon auf alles achten. Kann ich den seine Bombe auch irgendwie nehmen? Mir gefällt das nicht. Ich brauche ein anderes Power-Up. Ja, ich hatte so überlegt, ob ich Kreuzbomben brauche oder sowas. Also wieder zurück. Und da oben ist auch noch was, was ich übersehen habe. Oh, die Teile sind doch Bomben, oder? Ja, wenn der runterfällt, dann kann ich den nicht mehr fressen, ne? Hey du, nimm ihn. Hm. Nicht cool. So ein Teil. Oh Gott, ich habe die komischen Suchbomben. Ich weiß nicht, ob die perfekt dafür sind. Bahamut, hast du Albtraum Meternight je durchgespielt? Weil ich bin schon der Meinung, dass Kirby eine Weile geht und dann musst du vor allem, das ärgert mich halt so, es ist der schwere Modus und du kannst nicht speichern. Das ist, du hast es auf dem Emulator gespielt, oder? Nicht auf der Cartridge. Weil wenn du das nicht an mehreren Tagen kannst, dann ist das ja Horror. So. Easy. Ich meine, das war schon recht clever. Tatsächlich auf der Karte. Dann hast du meinen Respekt. Ich finde die Kirby-Spiele mit den Balkenleben immer schwieriger. Und irgendwas wird passieren. Oh mein Gott, ich will die komischen Seelen sammeln. Hallo, ihr Hörnchen. Passt auf, sonst sterbt ihr. Nein, drück den Knopf. Hamburger! Haha! In letzter Sekunde gedrückt. Diesen Hamburger habe ich mir verdient. Eine Seele zum Loch. Oh, stimmt, die sehe ich. Wisst ihr, woran mich diese Seelen erinnern? Kennt ihr Aura Aura Climber? Sieht aus, als wären alle Fragmente. Cool, dann kann ich ja sterben. Borge. Aura Aura Climber ist so ein komisches. Hä, das ist jetzt aber nicht mehr Welt 1. Das ist garantiert nicht Welt 1. Das ist doch der Vergnügungspark. Das ist immer noch Welt 1? Also nicht Level 1, sondern ich meine, das sind Assets aus Welt 3. Wegen dem... Teile des Parks sind in Welt 1.
Hä, aber dann habe ich ja gefühlt nur Level 1, dann habe ich ja nur... Nein! Okay, scheiß drauf. Weil gefühlt habe ich nur noch Level 1 im Kopf. So. Was halt irgendwie komisch ist. Nicht, dass ein Grablevel ikonisch ist oder so. Gib mir deine Seele. Und gib mir Fleisch. Ich hungere. Hey, Q-Bird. Wo ist das letzte Ding? Da oben. Aua. Ka-ching. Wird auf jeden Fall aus anderen Welten. Ja, das habe ich schon gemerkt, aber so, ich habe das Gefühl gehabt, dass das Level mit den Vergnügungsparken nicht in Level 1 ist. Was war denn nochmal Level 2? So, ich habe vergessen, was Welt 2 war. Coney. Wobble, 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 wobble. Level 2 ist der Strand, okay. Whee. Cone. Oh Gott. 32 von 50. Wir wissen ungefähr, wie lange der Level ist. Kann ich das gut machen? Ich werde mich umbringen. Das war super dumm. Warum habe ich das gemacht? Ihr könnt mir gar nichts. Wobble, 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 Spritz. Die Monster, you don't belong in this world. Oh, Melone. Die Lümmel verstehe ich auch nicht. Sploosh. Und Eis. Salto. Smash. Noch bin ich am Leben. Was? Beim Schild ist eine Seele. So, bei dem Schild anscheinend nicht. Ist hier am Anfang eine Seele? Langes Schild weiter rechts. Ich hab. Oh, warte, hier ist noch was. Cool. Beim Boob-Schild gegen Ende. Also doch wieder zurück. Oh, da steht ja wirklich Boob. Smash. Sei nicht dumm und smash hier nicht. Aber so ein Glitzerstern nehme ich schon gerne mit. Einfach so kostenlos, sage ich nicht, nee. Ist ja wie Mario Sunshine hier. Smash. 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 Hi, willkommen, Nico. Sieh das, als hättest du alle gefunden. Cool. Ich bin ein VLC Media Player. Oh, wisst ihr, was wir auf dem CSD gesehen haben? Wir haben jemanden gesehen im VLC Media Player Kostüm. Das sah lustig aus. Ach, fuck, man. Muss ich jetzt alles neu sammeln? Okay. Hey, Moment. Mein Stern ist aber schon noch da, oder? Ja. Oh, das war dumm. Brücke, erscheine! Das war Erdbändigung. Hier irgendwas. Ist irgendwas drin? Okay. Whee. Smash. Alter, er macht aber echt viel Schaden. Nein, Cone, wie nicht fallen!
Literally. War's das? Oh Gott, es ist Boss Time. Okay, jetzt kommen die Rematches. Among Us. Es ist ein weiter Donkey Bonky. Ich denke mal, viel mit Cutscene wird hier nicht sein. Legen wir einfach direkt los. Gorillas Funko. Mensch. Oh Gott, der nimmt mich viel Schaden. Don't... Among Us! Okay, immerhin, das macht Schaden. Junge, spring mal weg. Wappa! Smash. Smash, 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 smash. Oh Gott. Smash! Immerhin verlangt so ein Ding das. Ich könnte ihn also theoretisch gesehen schießen! Ist gar nicht schlecht, Kashi. Ich versuche mein Bestes. Among Us! Der springt doch immer in meine Richtung. Das ist doch lächerlich, ich springe extra weg. Boom! Irgendwie Curve-Zeiten und nicht wie gewohnt im Start, um die auszuwählen. Ja, die sind halt überall verstreut, sagen wir es mal so. Nicht greifen. Alter, zweimal, dreimal. Ding, 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 ding. Hops. Aber bis jetzt nicht so schlecht. Ah, ich muss mich im Gras verstecken. Among Us! Aua. Nein, gib mir meine Among Us zurück. Ich muss noch atmen. Die Luft könnte vergiftet sein. Smash. Viel Spaß im Lack, Tashi. Bolt. Kleine Sonden. Jetzt wär's mir an, wir haben Sonden. Wir haben 49 Hetze. Das wäre echt nicht so geil. Among Us. Na, immerhin nicht 49. Auch wenn die... Das Ding mit Kirby sieht aus wie ein Pokémon. Ich weiß, ich finde den goldig und flatter den als Plüschtier. Niedliches, niedliches Plüschtier. Aber okay, da sieht man, wie viel man braucht. Das ist cool. Die Vergessküste. Jetzt der nächste Level. 48 Seelen gibt es hier nur. Elfilin, ja, Elfinchen. Hier ist es sehr eisig. Das Ding ist gerade verpufft, weil der Feuer oben drauf ist, okay? Nur weil wir am Anfang des Levels sind. Also, weg mit der Among Us. Stimmt, ich kann den hier... Oh mein Gott, wie cool ist das denn bitte? Au. Ah. Okay, diese Seele gehört mir. Döp, 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 Spuck. Nicht ersaufen, nicht ersaufen. Aua, aua, aua. Ich bin nicht gut. Das Spiel hat so viel Content, ja. Weg. Du da weg.
die nächste Sonne, Sonneneruption. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt sterben, weil es schwer wird. Ha, was ärgert mich, dass wir quasi ganze Welten in einem Level machen müssen. Aber andererseits haben die ganzen Welten ja nur die Länge von einem normalen Level, also... Denke ich, jetzt ist es okay, als der Monster Hunter? Nein. 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 Ha, was du kannst, kann ich auch. Gefriere, gefriere, du bist ganz kalt. Ich habe ihn eingefroren dabei, kann es sein? Das wird schön gemacht. Und dann nehme ich mir Galaxia. Bei der Power des Monster Hunters. Drei Kugelchen. Nico, soll ich dir das Spiel mal ausleihen, wenn ich fertig bin damit? So, hier rechts gibt es garantiert noch irgendwas zu erledigen. Sonst wären hier keine Münzen. Blaue Münzen. Die tauscht mich gegen Insignien der Sonne. Das Beste an Kirby im Wasser ist ohne Scheiß der Schwimmring. Oh, hier ist die letzte. Geh mal her. Hey, wir haben alle gefunden. Du warst einfach nur blind. Wenn ich mir die Teile so angucke, die sehen ein bisschen aus wie die Punkte, die einem immer entgegenfliegen, wenn man irgendwie eine Bombe einsetzt, dann fliegen die ganzen Punkte in einen rein bei Tohu. Ich muss aber gestehen, ich habe noch nie selber Tohu gespielt. Minus die Spin-Offs. Deshalb weiß ich immer nicht, ob ich mich eigentlich so als Fan bezeichnen kann, weil ich ja technisch gesehen kein richtiges Spiel gespielt habe. Ich mag aber, was das Franchise ist. Naja, wir brauchen jetzt das Among Us. Ein Seelenfragment hier. Among Us, Among Us. Oh, Seelenfragment. Habe auch nur 15.5 gespielt. Ja, bei 15.5. Ich dachte, 15.5 sind immer diese Fighting Spin-Offs. Ich meine, die sehen auch cool aus. Und ich dachte, das Mainline wären immer nur die Danmaku Games. Nee. Doch Danmaku oder Back? Nee, Danmaku, ja. Smash. Wer will schon zielen? Einfach Sonneneruption. 18.5 mit Mainline, okay. So, geh auf die feurige große Plattform zurück. Und schaut mal da drüben. Flieg, kleiner Among Us, flieg! Ich hätte mich gerade fast umgebracht. Aber nur fast. Aber nur fast! So, hier muss irgendwas sein. Ah, hier ist ein Huckel. Hintergrund ist eine Zielscheibe. Danke sehr, Flatter. Smash. Ein großer Glitzerstern. Dankeschön, Flatter. Aber wo ist jetzt das letzte Teilchen? Für unseren Teilchenbeschleuniger. Aber don't. Nein! Stopp!
Ah! Oh, warte, die Teile. Kann ich die alle auf einmal erledigen? Alter, sag immer, sagst du Smash und ich denke an Jinja, wie sie guckt. Meinst du wegen Smash or Pass oder was? Ja, irgendwie davon habe ich das. Nicht direkt von Jinja, aber von generell diese Art von Videos. Das klingt halt auch immer so satisfying. Ja genau, Markiplier. Ich habe nicht das ganze Video geschaut, aber ich habe mal reingeschaut. Aber die Sache ist, es gab doch Smash or Pass schon vor Markiplier so. Wahrscheinlich ging das Ding einfach nur viral, weil es Markiplier ist. Oh Gott! Nein, nein, Katzi, geh weg! Nein, Katzi! Böse Katze. Sag dieser Katze, dass sie sich benehmen kann. Aber so smashst du gar nicht. Aua. Bin gleich schon wieder tot. Wir sind Nikos Klingeln drauf. Halt, stopp! Okay. Okay, jetzt reicht's, Flatter. Ich fühle mich gemobbt. Ich habe das doch ganz klar alleine gefunden. Aber danke trotzdem für die Hilfe. Und das Ding berühren auch. Ich will das Ding berühren. Hilfe. Noch eine Seele. Ich wusste es. Smash. Oh mein Gott, das ist viel zu knapp. Au. Vielleicht bin ich tot. Warum ist mein Among Us weg? Ich will mein Among Us zurück. Jelly. Nothing beats a jelly filled donut. Jo, berühren! Secret! Sekrete! Denn wenn man aufpasst. Ach ja, wenn man etwas aufpasst, ist es nicht so schlimm. Du weißt, ich passe nicht auf. Smash. Aber zumindest den Abschnitt habe ich ohne Tod überstanden. Imagine, ich wäre da jetzt runtergefallen. Eins Missile. Das haben wir geklappt, aber wir haben ihn noch bekommen. No Hit Run. Einfach Kirby im Dreadful Modus. Imagine, ich habe jetzt einen Bug entdeckt, dass man den Infinite klonen kann. Ah, okay, er wurde einfach nicht gespeichert. Die Frage ist, werden die bei den Toten gespeichert oder nicht? Das wäre wichtig zu wissen. Weil die Waddle-Dees werden ja auch über den Tod hinaus gespeichert. Aber andererseits, die Waddle-Dees sind ja auch nicht Postgame. Ja, aber mir geht es darum, weil ich ja gerade gestorben bin und dann habe ich noch einen collected und dann bin ich respawned und er war nicht eingesammelt. Also wurde er nicht gespeichert, weil ich tot war, oder wurde er nicht gespeichert, weil hier die Sachen zurückgesetzt werden, wenn du stirbst? So wie bei die Sternmünzen bei New Super Mario Bros. Die zählte nicht mehr, weil es nach dem Tod war, aber interessant, dass es halt gerade noch gezählt würde. Frage mich, wenn das Timing anders wäre. Ob man das dann quasi abusen könnte, so ähnlich wie die Skulltula in Ocarina of Time. Wenn du den Raum verlässt, während du sie einsammelst. Dass dann nicht geflaggt wird. Knapp.
Her damit. Aber was ist hier rechts? Hier ist so ein einzelner Typ. Und da oben ist ein Knopf, den werde ich jetzt drücken. Noch eine von diesen komischen Blasen. Whee. Long Gordo is long. Was hier drüben? Ach, von da sind wir gekommen. Wir sind doch von hier gekommen. Oder sind wir von hier gekommen? Ja, von hier sind wir gekommen. Okay, ich war mir nicht sicher. Ich dachte, ich hätte das Secret der Welt entdeckt. Ich dachte, wir wären von hier unten gekommen. Nein! Entkomme dem Wirbel. Und rein in den Abwasserkanal. Oh, ich will wieder Wasser rutschen. So, wir haben noch nicht die Meldung bekommen, dass wir alles haben. Das heißt, entweder habe ich irgendwas vergessen oder hier ist nichts mehr. Ah, hier ist noch was Glänzendes. Ja, es ist aber nur eine blaue Gashapon-Kapsel. Schade, hier nicht alles bekommen? Was soll's? Warum juckt denn mein Bein gerade so? Das ist voll eklig. Das ist so ein schmerzhaftes Jucken. Ich hatte übers Wochenende. Ich kann mir partout nicht erklären. Dankeschön. Ich kann mir partout nicht erklären, wie es passiert ist, aber Fakt ist. Ich hatte plötzlich eine offene. Ja, so eine aufgekratzte Stelle an meinem Bein. Wie ich überhaupt noch was eingesammelt? Aha, ich muss das mitnehmen! Dann halt nicht. Hätte ich es gebraucht. Weißt du was? Pick everything! Ich sagte. I want to die! So. Das ist ein kniffliger Abschnitt. Versuchen wir es. Aber auf jeden Fall, ich habe hier seitlich am Bein. Habe ich so eine kratzige. Aber ich halt so eine aufgekratzte Stelle. Und ich krieg nicht mal den ganzen Abschnitt! Wow, da war einfach ein Checkpoint. Aber immerhin, wir kriegen das denn. Wie komme ich da hoch? Komm da nicht hoch. Komm da nicht hoch? Ich hätte den Knopf drücken müssen, oder? Ja, weißt du was, dann fuck it, dann mache ich diesen Abschnitt nicht. Pech. Wenn das Spiel nicht will, dass ich den Abschnitt mache, dann mache ich ihn nicht. Die Treppe hat ja nicht funktioniert. Aber die Sushi-Rolle nicht mit. So, hier kriegen wir auch nichts. Wen juckt's? Ich kann es nochmal versuchen. Okay, weißt du was? Neuer Versuch klingt gut. Darf ich nochmal? Danke. Yay! Ach, ich kann die Treppe einsaugen. Ich bin so dumm. Und danke für den Hinweis. So, bonk, bonk, Motherfuckers. Smash. Ah, und dann wird auch ein Schuh draus. Ah, kann ich den mitnehmen? Dankeschön. So, dass das niedliche Kirschding Nummer 2 geholt, das ist schon mal cool. Dann haben wir hier einen Checkpoint. Und jetzt muss ich die Treppe mitnehmen. So. Sehr schön. Und mit der Treppe kann ich zurücklaufen. Ausspucken und dann hier hoch. Und dann haben wir das Wind-O. Ah, ich bin einfach noch. Wundervoll. Ein Windrad gedreht. Eine Kapsel. Klappt doch. Hier ist das nächste Windrad, nächstes Windrad, nächstes Windrad, nächstes. Okay. Nummer 2. Ich glaube, ich werde wieder sterben.
No! Kann ich nochmal sterben oder verliere ich dann wieder alles? Immerhin hier habe ich einen bekommen. Das war knapp. Großer Sprung und Windstoß. Das war doch vernünftig. Das war doch... Oh. Richtig, Krab kann nicht schwimmen. Knappe Kiste, dankeschön. Da ist noch ein böser Gegner. Ja, mit deiner Seele. Ich bin der Teufel, ich sammle hier die Seelen ein. Hey, Meta Knight. Geht. Du bist nicht Meta Knight, ich bin Meta Knight. Wir alle sind Meta Knight. Hey, du hattest alle Fragmente gesammelt. Okay, das heißt, in dem zweiten Loch, was ich nicht aktiviert habe, war gar keine Seele drin. Umso besser. Und es wird Zeit für den Boss, dann würde ich sagen, nehmen wir die Bomben. Weil die machen den Kampf von alleine. Es wird der Baum sein, der Baum wird nicht allzu schwer sein. Der dicke, fette, große Baum. Hawaii Wispy! Er hat ein kleines Kinnbärtchen, sieht so dusselig aus. Greift an! Meine Vasallen, greift an! Ja, das macht voll wenig Schaden so. Wie lange soll der denn dauern? Bom, 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 bom! Ah. Ich meine, der geht noch in die zweite Phase. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst vor den späteren Gegnern. Der Postgame kann 2 Stunden, weil ich an den Bossen hänge. Deshalb machen wir heute auch nicht alles. Das ist die Sache. So gefällt mir das. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Das giftig oder ist das nur ich sehe nicht? Ja, Lümmel. Der Lümmel shieldet. Fuck. Ich habe echt Sorgen bei den Kämpfen. Ich habe echt Sorgen. Ich weiß ja nicht, ob die Boa-Fähigkeit besser gewesen wäre. Für den hätte ich auch Projektile gehabt. Oh, für eine Sekunde dachte ich, ich wäre tot. Das ist ja Johnny. Ach so, mit dem Bärchen. Verstehe ich. Na, glaubt ihr, diesen Sonntag gibt es einen Stream? So, wie viel haben wir? 47. Wow, ich habe einen vergessen. Im wilden Modus geschafft. Nee, Johnny hat letzten 2 Wochen nicht gestreamt, deshalb. Das ist der Witz.
Aber ich glaube nicht, dass er dieses Wochenende auch weg war oder Besuch hatte. Ich glaube da nicht dran. Das ist bestimmt irgendwas anderes. So, wir haben ungefähr ein Drittel. Ich liebe diese Oberwelt hier gerade. Ja, aber er hat nicht am Sonntag gestreamt. Der Vergessenheitspark. Nö, fress dich. Wundervoll. Wieso kann ich ihn nicht fressen? Ich will ihn fressen! Kristall Power! So, jetzt müssen wir den ganzen Müll durchsuchen hier. Au, das war dumm. Das war absolut dumm von mir. Ice Cream Cone! Wurde mir gerade wirklich erklärt, dass ich den Vollstopfmodus aktivieren kann, wenn ich einen Hut trage? Eine Sache, die ich seit etwa 12 Stunden in dem Spiel mache. Da sind Eisenblöcke in der Nähe von Korn, okay. Hui. Ich wünsche mir den Robobot-Panzer zurück, der kann diese großen Sachen immer kaputt machen. Smash. Hier sind doch gar keine Eisenblöcke. Smash. Ich sehe nur diese Recycling-Kisten. Beim Drehdings. Oh, die sind im Fußbodenmuster. Dankeschön. Ich gebe zu, die haben so ein bisschen geblendet, könnte man sagen. Die waren sehr sneaky. Abstech. Stech. Kirby oder Coney weiß man Stech. Der Verkauf, der Park der vergessenen Vision ist Kaiser-Shit teilweise. Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst. Du bist ja nicht schlecht oder so. Lömnick. Die haben Tanlines unter den Turtles. Solange ich meine komischen Bubbles behalten kann, bin ich okay damit, dass ich hier ein bisschen sterbe. Ist ja nicht so, als ob es irgendwie Leben gibt oder so. Jetzt liest. Der hat eine Seele. Sehr schön. So, das waren hier alle. Dann muss ich den Cone ablegen. Den Käse. Oh Gott, war das knapp. War viel zu... Danke, dass du an die Leiter gehst. Oh mein Gott, Borger. Aber irgendwas habe ich vergessen. Oh, ich sehe es. Nee. Irgendwas habe ich vergessen. Okay, nehmen wir meinen. Das ist ein komischer Schalter in meinen Augen, aber gut. Jetzt halt dich doch mal fest. Hat sich Let's Play Markus das Spiel eigentlich gespielt oder nicht? Die Sache ist die, ich habe das Spiel jetzt super spät gehabt. Das war auch eher eine Frage an Flutter.
Smash. Stachli. Stachli. Kristalli. Zerstörung. Kristallika. Keine Ahnung, wer dieser Markus ist. Flatterweise war auch nicht. Hat er, okay. Abgestochen. No. Ja, das meine ich, die meisten Leute waren halt schon fertig, als ich mit dem Spiel angefangen habe, würde ich einfach mal sagen. Oh, das ist ein Stofftier. Mit der großen Nase. Der ist okay. Sehr geil, okay. Oben rechts auf den Wagen. Ich komme da gar nicht rauf. Ich weiß aber, dass hier ein Geheimgang ist. Die haben sich lieb. Oh, die kleinen Hundis. Hier hat doch jemand gewendet. Erzähl mir doch nicht. Tashi hat das Spiel, nicht? Oh Gott, wehe, die respawnen nicht. Okay, die respawnen. Aber was da oben für ein schönes Secret? Da oben rechts? Was ist denn hier oben? Da kann man nicht hin. Bewegen wir uns hier ganz vorsichtig rüber. Snacken diese Seele, snacken diese Seelen. Ah ja. Und wir haben alle Fragmente. Die Frage ist, macht es mehr Sinn, 4 Level zu machen im ersten Stream und die letzten 3 und den Endboss später, weil er so schwer ist? Oder 3-3? Naja, wir müssen ja jedes Gimmick nochmal auspacken. Aua. Ich hasse diese Fuckviecher. Das ist ja echt geil so. Geh mal weg. Und da bin ich tot. Dankeschön. Meine. Halbes Jahr inzwischen, Dem. Damn, das kommt echt überraschend. Die Zeit vergeht mittlerweile recht schnell. Dankeschön für 6 Monate Froschigkeit, Mana. Und viel Erfolg oder viel Spaß erstmal bei Kirby. Tatsächlich halbes Jahr. Ich habe ja jetzt mein erstes Jahr auf Twitch gehabt, ne? Dann passt das ja. Dann seid ihr quasi. Seid ungefähr die Hälfte dabei. Also die meisten. Manche sogar noch länger. Oh oh. Damit. Ich bin auch wieder da, 4A. Dankeschön, Neko, für 4 Monate Froschigkeit. Wenn jetzt noch einer irgendwas macht, gibt's einen Hype-Track. Ich sehe es passieren. Die Teile, dann kommt her. Ihr wollt das Licht haben? Holt es euch. Hier irgendwo habe ich Licht versteckt. Jetzt schlaft, ihr Sternchen, schlaft. Dankeschön. Zack, zack, zack. Bin ich hier lang. Hier steht einer von denen. Mit Unterbrechung. Ups, nein. Ah, mit Unterbrechung ist okay. Mit dem Resub erst in 2 Tagen. Ah, ja, aber cool, auf jeden Fall. Es ist ja stimmt, es ist ja wieder ein neuer Monat. Ich habe heute auch in den Kalender geguckt und dann gemerkt, oh, Ende der Woche ist Ende des Monats, so. Da muss ich wieder Miete bezahlen. So, weißt du was, ich besuche... Ich gehe da einfach gar nicht erst hoch. So einfach ist das. Ja gut, haben wir doch ganz gut überstanden. Und jetzt kommt der Giftsumpf. Kann ich da rüber sliden, dann sterbe ich. Okay, ich kann da rüber sliden. Ist auch so gedacht, wie ich sehe. Oh, das ist eine Zeit-Challenge. Es ist eine Zeit-Challenge. Eine einfache Zeit-Challenge.
Aber die werden wahrscheinlich jetzt progressiv schwerer. Da schlage ich doch ein Schnippchen. Ha. Früher Start. Habt ihr den gesehen? Das sind die Speed Strats. Aua, nein, nein. Und da brauche ich es direkt. Glück gehabt. Das wurde scheiße knapp. Erst in 2 Tagen bin ich auf einem Konzert, dann wahrscheinlich erst nächste Woche. Ja, ist doch okay. Die Sache ist, wann du dich feiern lässt, kannst du ja selber entscheiden. Du bist ja nicht... Du bist ja trotzdem automatisch Sub, selbst wenn du nicht die Notation aktivierst. Von daher, du kannst es dir für den Moment aufsparen, wenn es andere machen, und dann ist Party angesagt. Oh oh, bin tot. Darf ich die Seelen behalten? So, wenn das Ding jetzt respawnt. Okay, ich darf die Seelen nicht behalten. Das macht es ein bisschen schwerer. Oh, das war Flex. Das war ein Flex-Schuss. Alter! Kannst du mal 3D schwer und so? Geh weg, Snack. Weg, Snack! Weg mit den doofen Hasen. Die böse Snack muss ich besiegen. Hier einmal rein. Und das ist ein großer Kristall. Dann roll ich doch einfach mal mit. Snack mir den! Irgendwie. Irgendwie hat es dann doch geklappt. Aber wahrscheinlich lande ich im Matsch. Ja, stimmt, ich kann ja darüber sliden. Bin ich dumm. Diese UFO-Geräusche geben mir Mother-Vibes. Wie wär's, wenn du das nicht verlierst? Die. You don't belong in this world. Ich will einfach nur weiter. Und den dreifachen Axel mit Bravour gemeistert. Ein großer Kristall, wo? Ach, der. Wenn man die Fähigkeit verliert, scheint manchmal random. Ja, das ist halt, weil du nicht gewohnt bist, in 3D mit Kirby zu spielen. Deshalb wirkt Kirby mir extrem präzise. Wir haben alle gefunden. Los, ich zieh weg hier. Okay. Ah. Irgendwas ist faul hier. Da kommen doch gleich Jumpscares. Und bei dem da oben fehlen die Glühbirnen. Ha! I knew it! Oh, die gehen nicht mehr zu, oder? Kirby 3D, sagten sie 3D? Ja. Ist das dumm? Lass hier auch nicht mehr weggehen, so. Kann ich die kaputt machen? Irgendwie konnte man die doch kaputt machen. So, da ist irgendwas mit dem Knopf. Weg mit dir. Da sind ein paar Knöpfe. Danke. Gott, ist das beknackt hier. Okay, das haben wir schon mal, das Ding. Mann, wo muss ich lang? Weil hier unten ist ja gesperrt. Und das mit den Bomben habe ich jetzt hinbekommen.
Da sind schon wieder die Maskottchen. Und jetzt komme ich hier nach links. Das bringt mich hier rein. Da oben ist noch einer. Oh, da sehe ich den Secret-Gang. Geheimer Tunnel. Geheimer Tunnel. Ja, genau, ist einfach die Bombe und dann stirbt. Aha, das ergibt so viel Sinn. Hier ist auch noch eine Seele. Hallo Lümmel, ich stehe um dich rum. Nutzloser Haufen Schrott. Großes Schwert oder den Kristall? Was soll ich nehmen? Soll ich den Kristall nehmen oder ein Schwert? Die Sache ist die, beim letzten Mal hatten wir... Ja, okay, Kristall. Ja, okay, Schwert. Die Sache ist, den Kristall hatten wir ja technisch... Haben wir den Kristall schon mal? Wer bist du eigentlich? Illusions-Tazandra! Ah, okay, sie kann sich wegzaubern. Sieht gut nicht aus. Ob Leute auch diese Version gezeichnet haben? Hot. Neko! Zügle deine Zunge. Es sind Tachis anwesend. Aber ihre Augen sind schon gruselig. Nein, das war so klar! Und die letzte ist dann. Smash! Kann ich bitte... Alter, wenn ich nicht jedes Mal meine Fähigkeit verlieren würde! Das ist der Sinn der Bestrafung, aber trotzdem, es nervt! Ja, was sollte das? Nein, du bist nicht... Du bist nicht Sakuya. Keine Messer werfen. Smash, 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 smash. Und Tazandra gab es schon RP30, als den Trailer zum Spiel gab. Da war sie eine Sekunde zu sehen. Ja eben, aber ich meinte, ob es von der Farbgebung auch gibt. Die Sache ist, ich habe nicht nachgeschaut und ich habe irgendwie auch keine Lust. Nice. Es ist fast 69, aber 69 ist nicht möglich. Da ist der Super Truck Kuhn Kirby. Ich habe das Gefühl, dass Taschentuch doch nicht so unschuldig ist, wie ich immer denke. So, wie viele Level gibt's hier? Es gibt nämlich 7 Level. Da würde ich sagen, machen wir erstmal... Kann man die nicht in unterschiedliche Reise machen? Kann man nicht. Machen wir jetzt nämlich jetzt schon mal 4. Nee. Denn die werden ja progressiv schwerer. Und dann machen wir beim nächsten Mal die anderen 3. Dann gehen die Parts zwar nur 1,5 Stunden... Ja, stimmt, hier ist die Brücke. Jetzt brauche ich den Maulwurf. Der Maulwurf und seine Freunde. Aber wir haben es zumindest ein bisschen leichter. Also wir haben nächstes Mal dann mehr Zeit für die schwierigeren Challenges. Ich habe übrigens Schiss vor dem Endboss. Weil die relativ knapp
sind die Kämpfe aktuell. Es gibt 4 Bilder. Hat irgendeine davon die Secret Boss Farbe? Das ist alles, was ich wissen will. Ich meine, da bietet sich doch eine Easy Variant an, wenn ich ehrlich bin. Smash. Ah, vom Secret Boss spezifisch gibt's 4. Okay, das ist cool. Bleistiftkanone! Kaboom! Oh, das ist unangenehm. Es juckt einfach genau unter dem Zopf. Ist ja richtig widerlich. Jetzt muss ich wahrscheinlich flott sein. Flottsam? Ne, muss ich nicht. Denn beim Endboss einfach etwas defensiver. Ich weiß nicht. Ich sehe jetzt schon, dass wir nochmal gegen Todesengel Elfinchen Memphis antreten müssen. Und der war beim letzten Mal schon haarig. Oh! Das ist jetzt ungünstig. Ich hätte die eine Dose aufsparen müssen, oder? Das ist so toll, wenn man das immer... Egal, mir ist scheißegal jetzt. Einfach ins Ziel. Kann ich den auch weglassen. Es sei denn, der Spawn mit einer neuen Kugel, das kann natürlich sein. Das würde Sinn ergeben. Ah, okay, ich habe 3 Dosen. Ja, dann kann ich die natürlich nicht benutzen. Aber das ist der Sinn dieser Challenge. Dass wir quasi komplett defensiv hier langlaufen. So, Münzen baiten. Machen wir eine kurze Pause. Hier weiter. Und dann war das eigentlich easy peasy drin. Das hat super funktioniert. Tschüss, Automat. Ah, hier ist das Kino. Oder was? Auf jeden Fall, hier waren wir schon mal. Hier unten ist Wasser. Dreht mich um, süße Schildkröte. Es regnet die ganze Zeit fucking Eiskristalle. Phoenix Power. Oh, ich brauche Smash. Gewähre mir die Power of Smash! Und Fire! Fire! Auch hier beides. Smash. So, lass mich raten, der Feuer ging jetzt weg. Danke für den Flip. Flop! Schildkrödis. Viel zu niedlich. I don't want to kill them. Viel Spaß mit der Eispause. So, wie aktiviere ich den Feuerzorn? Smash. Oh mein Gott, gibt es den Modus nur im wilden Modus? Okay, gut zu wissen. Secret!
Smash. 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 Der wurde richtig gesmashed. Fire! Ist hart. Okay, also nur bis Stufe 2 aufladen. Fire! Ah, wie wär's mit Nein? Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn hier einfach ein Feuergegner versteckt wird? Halb Smash. Bleib vor der Treppe und lade auf und springen. Ach, ich kann mich bewegen, während ich den Zorn. Entschuldigung, das widerspricht grundlegenden Kirby-Gameplay-Elementen, dass man sich während des Feuerzorns bewegen kann. Ich weiß, Smash Bros. Macht was anderes, aber trotzdem. Für mich ist Feuerzorn dieser Angriff, wo du hoch und B drückst und... Smash. Hat fast geklappt. Mannies. Wie macht man nochmal diesen Schlag, dass er halt zermatscht wird? Das finde ich lustig, wenn die so platt sind. Ja, genau diesen. Ah, okay, ist Spam. Mhm. Smash. Smash. Man lernt nie aus, am meisten bei Spielen, ja. Du hast alle Fragmente gefunden, toll. Cool, dann nichts mehr weg hier. Stimmt, das war das U-Bahn-Level. Und jetzt das Schneedach-Level. Okay, ich sehe das Problem. Hier sind ein paar Kristalle, die ich wahrscheinlich schießen muss. Zack, nehmen wir den mit, den Freund hier. Kugli, Kugli. Berühren. Berühren! Ah! Treib ich zurück? Ja. Okay, damit kriege ich unendlich Versuche, basically. Sehr schön. Lila, Orange, verbleibende Kraft! Das war schmerzhaft. Hoffen. Oui. Schön ist, ich kann mich absolut ohne diese Windbeschränkung bewegen, wenn ich rolle. Ich mach das 1 Million mal angenehmer. So, und hier unten ist garantiert irgendwas, was ich brauche. Dann mache ich schon mal den Weg frei. Ihr blöden Scarfies, verzieht euch! Dann fang mal an zu laufen. Ice Cream Cone of Destiny. Ich dachte, ihr kennt das Holy Octagon of Destiny. Aber ich präsentiere euch den Cone of Destiny. Smash. Fertig mit Eispause. Erste Teil von Farm ist fertig. Ah, stimmt, du arbeitest an der Farm. Bin schon gespannt, wie das funktioniert. Nikos auch hier. Ich sterbe gleich. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich tot. Oh Gott, was war nochmal der vierte Boss? Das war nicht zufällig das Gürteltier, oder? Vor dem Gürteltier habe ich nämlich am meisten Angst, wenn ich ehrlich bin. So, den muss ich mitnehmen. Zack, Seele her. Her mit deiner Seele. So, was ist das jetzt für ein Käse?
Da ist doch irgendwas. Diese komischen Glitzerpunkte zu verstecken mögen die Entwickler aber auch aktuell. Das sind halt keine Schalter für mich. Das ist halt ein Seelenfragment. Hier werden wir auch gefrischt. Schwert, Grobian! Bam, Poki, Poki, Poki. Nein, oder ich muss sie einsammeln, ne? Ja, ich habe schon mitbekommen, wie es funktioniert. Muss aber den Kampf nicht hinauszögern, oder? Achte auf die gelben Steine. Pelerina darf was zu essen, aber das soll mich wahrscheinlich nur ablenken. Ah, ich wusste es. Aber das Gute ist, mit dem Kristall bin ich super schnell unterwegs. Und kann auch offensiv eigentlich. Oh mein Gott, die Fähigkeit ist so overpowered. Stirb, Feder Irina, stirb! Spiel den sterbenden Schwan! So. Wieder Bonkers? That's Bonkers. So, da ist der nächste Stein. Dann haben wir den Sack. Und lass mich gerade, jetzt kommt es weiter. Ich sehe es schon kommen. Ich denke, wir ein Videospiel entwickeln, das ist das Problem. Smash. Und dann greif an. Jetzt noch ein vierter Gegner, wahrscheinlich der Eisbär oder sowas. Ist mal klar, weil das der einzige andere ist, der noch existiert. So, wenn da oben die Flasche kommt, kommt hier unten der Kristall. Dann haben wir alle. Sehr gut. Kann ich auch die Flasche gönnen. Dann wir auf jeden Fall nicht sterben und dann ist das ja easy. Hier. Hoppi, hoppi in den Popo. Ich bin immer noch der wieder auf den Doktor-Robot, nicht? Ein bisschen. Mission erfüllt! Einmal Seelenfragment und einmal Geld. Du bist ja mal besser, Kirby! Dankeschön, Flatter. Oh Gott, wir dürfen ein Boot fahren. Scheiße. Und ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich bin wieder Headpad. So, irgendwas sagt mir, dass der wichtig ist. Kann angreifen, ich kann angreifen. Ja, also ich guck schon mal nach vorne. Volle Konzentration. Das ist gerade ein bisschen schwierig, was zu finden. So, das nächste Seelenfragment ist auf der linken Seite. Von daher stelle ich mich hier hin. Und versuche hier zu chillen. Ja, und dann sollte ich das eigentlich haben. Perfekt. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Denn da kann man Elefanten durch die Wolken fliegen sehen. Oder so. Und jetzt darf ich das Boot benutzen, okay. So, Schoki ist alle. Der ist nur Schoki. Und jetzt mit vollem Karacho hier durch. Smash das eine Krokodil, smash das andere Krokodil. So, hier ist nichts. Dann einmal das Popsicle holen. Hier ist das nächste Seenfragment. Ich finde süß, wie das Boot gar nicht springt, sondern nur Kirby. Aber warte, was ist denn da links? Was ist denn da links? Hier ist gar nichts, okay. So, lass mich raten, hier ist einfach so ein Secret-Anleger. Ah, okay, 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 okay. Oh! Das war knapp. Aber nicht unlösbar.
Und graziös! Und hier ist eine 3. Wir haben jetzt wieder alle. Mann, du bist unaufhaltsam, Kirby. Die Eiswelt? Stimmt, das war die Schneewelt. Und, oh, ich erinnere mich. Weißt du was? Wir bleiben bei den Stacheln, die sind nämlich zu effektiv. Remix DDD, was hat er zu bieten? In Pink! Das ist der Funky Neon. Ah, shit, das hätte ich jetzt übel schön auf ihn zurückwerfen können. Ein alaskarischer Stierwurm. Stech, 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 stech. Nein. Nein. Okay. Das läuft gerade ziemlich gut. Ich denke, DDD ist best, DDD. Er macht ja die Attacke auf Smash, wo er Gorbus wird. Oh nein, jetzt wirft er die Long Boys. Wirft er die dicken Lümmel. So schön schnell. Seit die Munition hat echt nicht treffen müssen. Oh mein Gott. Ich gehe irgendwie gerade so dem Tod. Nein, er muss hier weg. Okay. Greif mich an. Okay, das reicht. Das reicht. Apple down. I'm sorry. Der DDD Recap geht down. Und wir haben, glaube ich, alle Bälle aus diesem Level. Dankeschön für den Headcap. Das passt gut. Und wir haben tatsächlich einen vergessen. Ja, und in die Vergessenwüste geht es dann beim nächsten Mal. In den letzten 3 Spezialleveln, wir haben über die Hälfte der Seelen, werden wir Leopold, sein Name war Leopold, oder? Wenn wir Leopold retten beim nächsten Mal, finden wir es raus. Kommt live vorbei. Tschüssi.